So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go und es ist soweit, das Entschädigungsevent läuft, beziehungsweise kann man gar nicht Event sagen, es ist ja nur eine Spezialforschung mit ein paar Items, die euch da hinterhergeworfen werden. Trotzdem, die Items sind eigentlich richtig genial. Ich freue mich auf das Knusp, ich freue mich auf die Top-Lade-TM, die Top-Sofort-TM und Brutmaschine, Glücksei, sonst was gibt's da noch. Ihr könnt 3 kostenlose Fanrate-Pässe abholen. Muss ich mal kurz gucken, sind die schon drin? Guckt euch das an. Ihr habt eine Eventbox mit einem Fanrate-Pass. Ihr habt 3 Fanrate-Pässe. Ihr habt nichts. Das könnt ihr alles abholen. Richtig genial. Ist aber nur für Ticketbesitzer, glaube ich. Also Ticketbesitzer bekommen zumindest die Forschung. Wie das mit den Pässen ist, weiß ich nicht. Die Pässe standen extra unten. Kann sein, dass das für alle ist. Ich gehe erstmal davon aus, nur für Ticketbesitzer. Wenn ihr das alle auch habt, schreibt es halt rein. Und was haben wir für Aufgaben? Es sind 3 Kapitel. Schicke 3 Geschenke an Freunde. Heftig. Fange 20 Pokémon. Heftiger. Und verwende 10 Bären beim Fangen von Pokémon. Das sieht ungefähr so aus. Wir nehmen das Felino, ne? Kann shiny sein. Wir nehmen eine Beere für das Felino und wir werfen einen Ball auf das Felino. Zack. Jetzt müsstet ihr also 1 von 10 bei Bären haben und 1 von 20 bei Pokémon. 3 Geschenke verschicken wir dann. Wenn wir fertig sind mit den anderen Sachen, melde ich mich also gleich zurück. Kann ich das hier nochmal zeigen? Schön, Fortschritt, wunderbar. Jetzt habt ihr hier 1 von 20, 1 von 10. Ich fange ein bisschen, melde mich zurück, wenn wir noch die Geschenke schicken, die Belohnungen abholen und ins zweite Kapitel gehen. Mittlerweile ist die Kapuze auch runtergefallen. Lassen wir sie halt unten. So, die Pokémon sind gefangen. Wir haben die 3 Geschenke noch vor uns, wie angekündigt. Das heißt, wir gehen mal ganz kurz hier rein in eine Freunde, ne? Wem können wir denn ein Geschenk schicken? Ich darf, also Pupsi kann ich eins schicken. Pupsi ist so fleißig. Pupsi, die macht jedes Mal auf. Frühs, sobald die aufsteht, macht die ein Geschenk auf. Das passt also. Und wem können wir noch eins schicken? Das war jetzt weird. Da wollte der Mann mit dem Fahrrad mich auf dem Bürgersteig einfach umfahren. Nein, ich glaube, der sucht nur Flaschen oder so. Dem Krypto Saphir können wir noch eins schicken. Level 10 mal 100. Level 10x irgendwas. Und wem können wir noch was schicken? Wer hat denn hier aufgemacht von den besten Freunden und ist so schlau, dass der am selben Tag nicht nochmal aufmacht? Das kann ich bei den Kleinen nämlich nicht beeinflussen. Was ist das? Wird nichts angezeigt, okay. Kriegt der Konsti noch eins. 3 heftige Dudes mit 3 heftigen Geschenken. Eben auf dem Markt saß einfach ein wildes Kaumalat. Jetzt holen wir mal die Bälle ab. Wir holen die Bären ab. Wir holen die EP ab. Wir holen die Lokmodul ab. Die Lokmodul holen wir ab. Und die Sternstaub holen wir auch ab. Verwende 3 Power-Ups bei Pokémon. Verdiene 3 Herzen mit deinem Kumpel. Entwickel ein Pokémon. Ja, das ist ja doof, ne? Damit ihr mir das auch glaubt, hier war das Kaumalat, ja? Gerade gefangen auf dem Marktplatz. Richtig heftig, oder? Was entwickeln wir jetzt aber? Was verdienen wir? Was machen wir? Ich glaube, damit das Video irgendwie abwechslungsreicher wird, laufe ich mal woanders hin, stell mich dahin, mach da die Aufgabe, mach hier nochmal einen Übergang. Haben wir ja eben auch so gemacht. Weil alle anderen Sachen kann ich ja mit einmal machen, sodass ich immer abhole, neue Aufgaben lese, cut, abhole, neue Aufgaben lese und so weiter. Ich laufe mal davor zum Löwen und dann melde ich mich gleich zurück wieder. So, da sind wir wieder zurück. Hinten habt ihr die Stadtmauer. Und alles andere. Verdiene 3 Herzen mit dem Kumpel. Was haben wir jetzt drin? Mewtwo haben wir drin. Okay, Mewtwo frisch drin. Das heißt, wir müssten das Mewtwo eigentlich nur mal füttern, streicheln und ein Bild machen. Dann hätten wir ja schon 3 Herzen. Beziehungsweise der AR-Modus ist wieder aktiv. Da muss man es wieder suchen.
Also muss man den Haken wieder rausmachen, dann muss man wieder drauf gehen. Das ist so nervig jedes Mal. Immer wenn ihr euch mal kurz ummeldet, ist alles über den Haufen geworfen. Wir holen mal hier das Päckchen ab. Da ist ein Herz, ein Otaro-Sticker. Wir machen mal ein Foto, das müsste das zweite Herz sein. Wir streicheln mal fürs dritte Herz. Ungefähr so. Aber wir füttern ihn auch noch, weil wir sind ja lieb. Das heißt, er kriegt auch noch eine Beere fürs vierte Herz. Also mehr gemacht, als sein muss. Obwohl das dazwischen, das hat wahrscheinlich eh nicht gezählt, weil es irgendwie ja jetzt erst das dritte Herz hingeschmissen hat. Dann müssen wir noch drei Power-Ups machen. Ich habe als letztes ein Zapfdos bekommen, ein 100er. Da geben wir einfach drei Power-Ups drauf. So, dann müsste das auch fertig sein. 151. Das passt ja wie die Faust aufs Auge für die Entschädigung für den Kando-Tag, das Kando-Event. 151, Spezialaufgabe, sonst was. Jetzt kriegt es auch noch 151 WP dazu. Und wir müssen noch ein Pokémon entwickeln. Wir nehmen mal das Bidiza hier. Wir probieren mal den Schnellfangtrick bei Bidiza. Zack, Schnellfangtrick zurück. Und dann entwickeln wir das Bidiza. 2700 Bonbons. Das funktioniert also. Solange wir das entwickelt, kann ich euch aber schon wieder packen. Und wir können schon wieder weiterlaufen. Ich glaube, ich laufe dann sowieso erstmal Richtung Theater. Hol natürlich jetzt die Aufgaben noch ab. Wir gucken dann, was wir für Aufgaben im nächsten Kapitel haben. Hier erstmal jetzt noch Belohnungen. Gibt es einen Knusp, freue ich mich besonders. Jetzt habe ich aber schon was an dem Mewtwo gemacht. Das heißt, ich würde es erst morgen einsetzen. Eine Superbrutmaschine, ein Glücksei, eine Lade-TM, Sofort-TM, nochmal 15 Bälle dazu. Nicht die Top-Lade und Top-Sofort, die gibt es dann erst im nächsten Kapitel. Und im nächsten Kapitel lande 10 großartige Würfe, schließe 10 Feldforschungsaufgaben ab und fange 10 verschiedene Arten von Pokémon. Das dauert ein bisschen, melde ich mich aber trotzdem gleich zurück. Hier jetzt natürlich die heftigsten Belohnungen und vor allem die 100 Mew Bonbons. Einen großartigen Wurf auf ein Pokémon können wir jetzt aber mal probieren. Und weil Datiri C-Day ist morgen, probieren wir das Ganze mal beim Datiri. Zack, großartig geworfen. So sieht's aus. Ja gut, jetzt brauche ich aber trotzdem noch eins für die Überblendung zum Fangen. Das machen wir aber gleich. Und dann suche ich mir ein paar Aufgaben, die leicht sind, die schnell zu lösen gehen. Melde mich dann natürlich nochmal zurück. So, theoretisch habe ich jetzt alle Aufgaben fertig. Ich könnte die Belohnungen jetzt schon abholen. Aber ich habe hier eine Aufgabe noch drin, lande einen fabelhaften Wurf. Und das möchte ich eigentlich machen auf der Kamera. Und hier sitzt ein Dratini. Ich möchte also versuchen, beim Dratini den einfach fabelhaften Wurf zu machen. Ja, das war natürlich minimal daneben, egal. Jetzt bleibt das auch noch drin, der Gräbel. Das wäre so genial gewesen, jetzt mit Dratini noch die Aufgabe fertig zu machen. Was haben wir sonst hier noch? Machen es mal bei Pikachu oder probieren es bei Pikachu. Alternativ habe ich noch die Aufgabe, ein Foto von einem Elektro-Pokémon zu machen. Vielleicht sollte ich mich aufs Fangen konzentrieren, nicht aufs Reden. Ich weiß nicht, was dabei rauskommt. Vielleicht kommt da was raus, was man gut, einfach fabelhaft werfen kann. Wir machen mal kurz ein Bild hier von Pikachu. Da kann ich euch auch mal zeigen, hier, wie die Kamera dasteht. Ne? Das seid ihr. So seid ihr aufgebaut jetzt hier. Zack, da machen wir ein Bild. Da gehen wir zurück. Dann müsste die andere Aufgabe fertig sein hier. Und dann gucken wir, was hier rauskommt. Ein Fritzelblitz. Vielleicht können wir es ja beim Fritzelblitz machen. Einfach fabelhaft. Das sieht gut aus. Ja, und obwohl die Aufgaben eigentlich schon fertig waren, ist es natürlich schön, wenn man immer mal noch so eine kleine Quest mit einbaut und nochmal zeigen kann. Also macht auf jeden Fall Spaß. Man merkt, wenn man wieder rausgeht, auch wenn man nicht rausgehen darf, aber wenn man rausgeht, es ist nochmal ein ganz anderes Feeling, wirklich vor Ort zu sein, da bestimmte Sachen zu machen. Ach, wir lassen das Rehkitz einfach, egal. Das war's im... Achso, nee, ja, ich muss ja die Dinger noch abholen. Mein Gott, was mache ich denn hier wieder? So, ich laufe jetzt mal hier quer über den ganzen komischen Platz.
Oh, ich fahre hier wieder aus. Ich laufe jetzt nämlich um den Park außen rum zurück. Möchte trotzdem hier jetzt meine 1000 Erfahrungspunkte abholen. Meine silbernen Sananabären. Mein Sternstück, mein goldenes. Ist natürlich nicht golden. Dann haben wir jetzt hier die Top Sofort TM, die Top Lade TM und 100 Mew Bonbons. Ich habe damals, wer da aufgepasst hat, mein Mew ein bisschen gepusht für die Superliga und habe dem auch eine zweite Ladeattacke gegeben. Mew, Mew, Mew. Nach WP sortiert. Vom kleinsten. Hier 14,91. Ist halt jetzt nicht so der Bringer, aber wir haben da gerade GBL gestreamt und die Leute haben mich beeinflusst und dann hieß es, ah, push das Mew, mach eine zweite Attacke und jetzt habe ich natürlich auf dem Mew einfach Dunkelklaue, Energieball, Donnerblitz, habe damit damals ein bisschen gezockt, aber eher schlecht als recht, muss man dazu sagen, hab seitdem Mew nie wieder eingesetzt. Habe jetzt wieder 100 Mew-Bonbons bekommen. Jetzt habe ich wieder 282. Das heißt, wenn irgendwann das Shiny kommt, das 100% Shiny, können wir das natürlich direkt maxen. Ich glaube ja nicht dran. Übrigens, die Mew-Quest mit dem Shiny ist jetzt bei... Also hier ist alles fertig. Diese 151 verschiedenen Pokémon-Arten und 30 von jeder Sorte, das ist alles durch. Für Dratini, es gibt ja die Kaumalat-Quest, die zählt dazu, wenn ihr da Kaumalats fangt. Und denkt dran, es gibt auch die Rocket-Stops, die Rocket-Rüpel, die Dratini beinhalten. Also könnt ihr natürlich auch Rocket-Stops mit vom Typ Drache machen, um das zu boosten, um das abzuschließen. Oder ihr fangt einfach die wilden Dratinis hier am Theater. Ansonsten ist es wieder in die Länge gestreckt, denn ihr müsst 30 Tage hintereinander ein Pokémon fangen. Und ich bin jetzt bei Tag 13, also schon 2 Wochen her, fast. Und wir müssen immer noch warten, einen ganzen Monat. Es kann also eigentlich noch niemanden geben, der schon Shiny Mew hat, weil das einen Monat dauert nach dem Kanto-Tag, bis man das abholen kann. Beziehungsweise weiß man ja nicht, was danach noch alles kommt, ist ja erstmal die zweite Seite. Ja, Entschädigungsevent ist also durch. Da sitzt noch ein Rehkitz, ein Sesokitz. Also so schnell ging das. Ihr habt einen Monat Zeit für diese Aufgaben. Bis zum 4. April habt ihr Zeit, diese Quest zu lösen. Und so hast du sie in 10 Uhr hat's angefangen, jetzt ist 10.50 Uhr. Einer Stunde kannst du das packen. Manche schaffen es vielleicht wieder in einer halben Stunde. Wenn ihr Zeit habt, questet halt da ein bisschen. Und dann war es das, glaube ich, von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Pikachu-Haut. Ne, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.